Hier gibt's doch sonst nirgendwo mehr Hasen. Ich würde echt einfach alles, was du findest, einfach einmal fressen und gucken, was passiert dann. Ich bin gar kein Hase. Ich bin tot. Ja, das sind Hasen in disguise. Die kommt aus dem Urlaub zurück. Die wurde gar nicht von Bowser gefangen. Nein, die wurde von Yoshi gefressen. Nein, ich gehe wieder mal vor raus in den Garten und vielleicht sind da ja wieder Hasen. Gehst in den Außenraum vor dem Raum. In den Raum vor dem Raum mit dem Raum. Okay, hier sind doch jetzt bestimmt wieder... Ah, zwei sogar! Yes! Das geht! Ach, komm! Komm schon. Dich kriege ich. Ich fress dich, Alter. Too slow. Ah! Den hätte ich jetzt aber eigentlich bekommen. Ah! Egal, ich nehme den da. Abzufangen mal. Den dann, fang doch den anderen. Der, der hat gar nichts gemacht. Ah, oh, schön. Der hat schon aufgegeben. Noch fünf. Juhu! Jetzt hab ich das auch verstanden. Also dann sind diese drei, die da draußen sind, verwandelt sich also als Einzelner. Nee, aber bei denen ist die Chance wohl schön hoch. Ah, Mensch, das ist ja schön, dass das jetzt klappt. Vier noch! Es geht! Es klappt! Ich bin ja begeistert. Hey, ich will nicht. Ich will nicht mit ihm sprechen. Das kann ja so ein Bug sein, dass du dann die ganze Zeit die Zahl verringern kannst, wenn du mit demselben redest. Es wäre lustig, aber nee, das klappt hier wohl nicht. Okay, da unten war noch was, aber der ist bestimmt... Nein, der ist nicht. Yoshi gefressen und ist jetzt rosa Goldpeach. Kirby hat Yoshi gefressen und ist jetzt... Nee, Yoshi hat Kirby... nein. Kirby genau. Hat Yoshi gefressen... Und Yoshi gleichzeitig... Yoshi. Ja, so geht das ja auch. Ja, ne? Und wenn Yoshi Peach gefressen hat, müsste eigentlich Yoshi... nee, Kirby zu einem Yoshi Peach Mix werden, ne? Klingt lecker. Yoshi in einem Peach Kleid. Und Schirmchen. Wir haben wieder eine Idee, was wir als Trainer zeichnen können. So, wir haben jetzt immer noch vier zu sammeln. Das ist irgendwie doof. Das ist immer noch die Hälfte. Und wann haben wir mal so ein Glück, dass wir gleich wieder zwei silberne zusammenbekommen? Inception. Ja, nicht nur der Raum vor dem Raum vor dem Raum, sondern vergessen von dem und dem. So, nochmal raus. Lieber Yoshi. Klappt das denn wirklich so? Oder muss man da erstmal durch das Ganze... Wir müssen schon wegrennen. Oh, die Tür geht wieder auf. Schnell weg. Okay, ich gucke sie mir trotzdem alle an. Oder ich mach's wirklich so, dass ich durch das gesamte Schloss dann nochmal durchgehe immer. Hol die Runde mach... stell dich auf die Burgzinnen und schütz die einfach ab. Fände ich besser, ja. So, ich gehe nochmal unten rein. Und dann gehe ich wieder oben raus. Oder unten oben, irgendwo lang. Also ich gehe wieder in die Katakomben. Das sind nur Kater. Wir können haben. Katakomben? Komben, komm her. Wer ist das? Das ist mein Kater. Komm. Oder der Katalysator. Katamaran. Ah! Du Häschen, du. Du geiles Stück. Du geiles silbernes Stück, du. Ich wollte jetzt sagen, du geiler Bock, aber das passt ja von der Tierart nicht. Du Oh, jetzt hatte ich's fast gesagt. Ja. Weil ein männlicher Hase heißt... Hasenbock! Ah, genau, weil weißt du... Rammler! Er heißt doch Rammler! Das sagt man nicht! Ah! Scheibenkleister! Doch, ich hab's erlaubt, ich bin derjenige hier. Es sind nur noch drei! Und die sind oben! Nein, ich glaub eher nicht. Oh Gott, das dauert und dauert und dauert, das kann aber lieber... Kann man irgendwie auf das Schloss? Ja, kann man auch. In der Kanone. Aber das geht erst später. Dann steht da oben auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr Yoshi, weil du kannst ihn ja jetzt selber... Was noch so ein Vieh? Gibt ja die maximal Leben dann. Hier ist auch nichts, oh, schade. Aber da hinten ist auch keiner. Mist. Na gut, dann gehe ich noch mal eine Runde. Musst einfach mit dem Hasen eine Foto packen, dann hast du eine Hasenfoto und dir bringt dir Glück. Man kann sich mit Mario und Luigi hochbuggen. Das kann ich mir gut vorstellen. Fuck using. Pass auf. Und wenn eine Bäckersfrau nicht bei ihrem Chef einstellen will, dann muss sie sich hochbacken. Du hast dich doch bloß hochgebackt, was? Dann nicht, dann gehe ich wieder weiter. Ich will auch bloß ein paar silberne Häschen. Du willst ja noch nicht mal Gold, du willst nur Silber, du stellst deine Ansprüche schon niedrig. Ja. Und der ist keins. Eigentlich stellt er seine Ansprüche wieder ein bisschen höher. Weil Silberhasen funkeln ja, das heißt... Das sind ja halt Albino-Häschen. Oh, die sind nicht so, wie ich sie will. Die sind halt scheiße.
Euch will ich nicht. Ihr seid zu normal für mich. Hui. Na, ja, ja, nee, nein. Pokémon, man will eigentlich immer nur die Shiny One. Ja, aber wenigstens ist hier die Shiny Ratte ein bisschen höher. Die Shiny Ratte. So. Moment, ich gehe einfach mal hier rein. Und während ich ja sowieso nichts anderes zu tun habe, gucke ich einfach mal auf mein Handy. Ich habe irgendwo was bekommen. Gut, schön. Das von mir nicht. Ich gucke jetzt aber nicht was und von wem. Also von mir hast du nichts bekommen, da kann ich jetzt schon sagen. Okay. Soll ich sagen, was es oben gibt? Ja, eine schöne Aussicht. Ja. Oh. Ah. Die will ja jeder haben. Aber bisher steht die Aussicht ziemlich schlecht, wir brauchen nämlich noch drei Hasen. Ja. Und dabei haben wir noch einen. Bist du zufällig silbern? Wenn nicht, dann habe ich jetzt den falschen Hautton. Oh. Na dann, mach dich mal silbern. Versilber dich mal. Dann komm ich bei dir vorbei. Genau. Hat jemand einen silbernen Hasenbeschwert? Dann aber kein Goldfinger, sondern Silver Bunny. Ja, du kannst ruhig sagen, was es oben gibt. Was gibt es oben? Ein Frühstück? Oh, ich hätte jetzt Hunger. Ich hab die ganze Zeit schon Hunger. Den ganzen Tag. Hey, Moment, ich hab noch Schokoriegel. Wenigstens, und du darfst nichts essen. Ja. Voll gemein. Ja. Moment, ich kann trotzdem was essen. Ich hatte auch mal Weintrauben letztes Mal. Und ich hab jetzt Schokoriegel. Und zwar, Kinder Bueno Abklatsch von einer No-Name-Marke. Ist sonst nicht außen? Lidl. Ah. Ist sonst nicht da, ist Kinder Bueno. Ja, Orba haben wir gerade nicht dabei, schade. So, der war schon mal nicht richtig. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich morgen hingehen kann. Zu Lidl? Ja, muss ich auch mal probieren, die Dinger. Scheint ja wohl lecker zu sein. Ja, also ich kann da manchmal gar nicht mit aufhören. Ah, oh, ihr blöden Häschen. Und auch kein Shiny da. Mann. Aber ich komme so oft im Foyer vorbei und habe immer noch halbes Leben. Wenn du Ablenkung suchst, such doch mal mit anderen Kicharras nach den Haaren. Genau, ja, das ist eine gute Idee. Mario ist so fett, der kommt nicht hinterher. Ja, und ich finde, also das Einsaugen, das ist schon besser. Sonst ist da Pink Orba. Kann man es in Orba eintunken, ja. Tink ist so die gebeugte Version von Tunken. Er Tink. Er Tink etwas in Orba. Das ist Synonym von Denke. Ja, ich. I think Ted. Ist sonst nichts da. Tinkerbell Orba. Das ist doof. Was ist noch übrig? Hasen sammeln. Los, weiter. Ich hab's gar nicht geklärt, was man sonst noch machen kann. Na, ehrlich gesagt, es sind ja nur noch zwei Sterne, die. Also, ein Stern, den ich nicht weiß. Ja. Und ich habe selber mal mir eine Dings aufgemacht, eine Übersicht. Eine Übersicht dran? Ja. Manno. Die ganze Folge lang so weh. Geh zum Bonefire und skill mal den Lack, vielleicht hilft das ein bisschen. Dankeschön. Bitte, gern geschehen. Und dann kommt Bowser an und. Nee, haut nicht morgen, wir nutzen den Tippfehler kreativ für Spielmöglichkeiten. Ja. So würde ich Mobben auch nennen. Nein, wirklich. Das war schon richtig so benannt. Aber warum sind die alle nicht. Oder muss ich zwischendurch vielleicht mal Sterne sammeln, damit sich das wieder regeneriert oder irgendwo lang gehen, damit sich das zurücksetzt? Oder. Hauptquartier Game Freak, 30.04.1856. Ich habe eine neue Idee für ein Pokémon. Ein Hase. Das ist eine Idee. Du wirst befördert. Okay, ich guck mal, wo der andere Stern ist. Damit es hier nicht langweilig wird. Okay. Mushroom People Stars, aber die hab ich doch schon! Alle drei! Moment, welchen hab ich dann ausgelassen? Sekunde! Bowser in the Sky, 25 und 26, die hatte ich jetzt. So, 23, 24, Over the Rainbows, die hatte ich auch beide. 22, hinter dem Spiegel hatte ich auch. Hinter dem Wasserfall, die hatte ich definitiv beide. Oder? Ja. Das Ding hatte ich. 16 und 17, die hatte ich doch auch beide. Welcher Spruch ist geklaut? Wer ist geklaut? Irgendein Spruch wurde geklaut. Keine Ahnung. Hatten wir denn wirklich alle in allen Bowser-Leveln, in den beiden? Ja, hatten wir. Hatten wir. Hatten wir definitiv, ja, da kann ich mich noch daran erinnern. Ja, ich denke mal, das war sarkastisch gemeint, dass es in Pokémon noch keinen Hasen gibt. Oh Gott.
ey, in Pokémon Sonne und Mond gibt es mindestens 10 neue Pokémon. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ist sicher irgendwie noch so ein Deo-Flasche, ein Pflaster. Dann haben die aber ein bisschen nachgelassen. Sonst gab es immer irgendwie 100 neue Pokémon, jetzt nur noch 10. Ja. In die Ideen aus? Mindestens 10. Wo ist denn hier noch was? Maximal 11. Wenn wir wenigstens an... Hey Leute, wenn wir wenigstens... Einfach so ein halbes Pokémon. Schön, dass ihr gerade eingeschaltet mit dem Event. Schön, dass ihr gerade über Pokémon redet. Ich versuche hier gerade noch den letzten Stern zu bekommen, den ich nicht kenne. Ja, aber Yoshi ist nicht über Final Fantasy. Yoshi ist schon von vielen Hasenzielen eingeschlafen. Mhm. 9 davon sind die Starter plus deren Entwicklung. Und dann noch ein legendäres und dann haben wir 10. Ich glaube, lass das Wort Typ C nochmal. Ich glaube, ich mache das gleich folgendermaßen. Ich gehe nochmal alle geheimen Sterne ab. Jetzt liegt Yoshi komplett flach. Von vielen Laufen wundert mich nicht. Boah, wie groß ist deine Schnarchblase? Die ist fast so groß wie deine Nase und die ist sogar noch größer. Zum Glück kommt sie auch aus der Seite. Ja, bei Wario nicht. Entwicklung des Mondes. Neumond, Halbmond, Vollmond. Ja, wenn dann Mond, der leuchtet. Gigantischer Mond. Sicher bei Entwicklung der Sonne, sind die Sonnenuntergang und Sonnenaufgang normale Sonne. Nein. Bei der Sonne sind es weißer Zwerg, normale Sonne, roter Riese und mega Entwicklung. Weißer Riese. Weißer Riese. Oh Mann. Wo ist denn hier noch die letzte? Ich sehe auch keine Sonne mehr hier. Moment, ich versuche jetzt ein paar von den Sternen auszuschließen. Nicht, dass ich tatsächlich irgendwo was vergessen habe. Aber um sie auszuschließen, musst du die Türen auch erstmal ausschließen. Andersrum muss sie... Ja, egal. Na. Geister kann man nicht essen. Anscheinend schon, du hattest es im Mund. Ja. Aber die hat nicht gegessen, der hat sie bloß verschluckt, aber sie hat uns in den Mund gesteckt. Mhm. Okay, hier kann ich eh nichts machen, weil... Leute, wir haben 13 Zuschauer. Was? 13. 13? Gerade an der Stelle, wo ich gar nichts hinbekomme. Okay, guck mal, Kai Watch mehr als Pokémon. Oh nein. Das ist Frevel. Ja, und ich bin immer noch dafür, dass Level 5 Ushiro rausbringen muss. Betonung, warum? Muss. Ah! Oh, ich warte schon 8 Jahre drauf. Währenddessen versucht Exido die Hasenmission weiter zu machen. Ja. Und ich habe tatsächlich einen weiteren. Hey, ja, das Ende zieht sich jetzt ein bisschen, ne? Hä? Was haben wir getan? Das Ende zieht sich jetzt so ein bisschen mit den letzten Sternen. Ja, ne? Voll fies, das sind gerade mal... Das nein, sind nur noch 3! Nein, ich wollte nicht B und N schreien. aber wo ist denn noch dann... Wo ist denn jetzt noch dieser eine letzte Stern, den ich noch nicht habe? Jetzt bräuchte ich wirklich mal eigentlich jeden einzelnen, mit Kommentator. Also, nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich auch wirklich... Das ist ein JRPG gewesen. Eigentlich, ja. So. Hier, keine Toads. Ich gehe erstmal die Toadsterne ab. Die Todessterne? Die Todessterne. Also hier ist auf jeden Fall kein Toadstern, aber hier ist ein Toad. Ich bin mir leider sicher, dass du die Toadsterne alle schon hast. Mhm. Ja, ich hatte einen hier unten. Ich hatte einen in der Mitte. Und ein, also beziehungsweise an dem einen oberen Level. Also hier ist der eine Toadstern, den man kriegen kann. Bei dem hier. Hat dir niemand gesagt, Dino-Stil schon seit Jahrtausend völlig aus ist? Würdest du eine Mütze tragen, würde deine altmodische Art gar nicht mehr so auffallen. Mhm. Mhm. Ist ja niedlich. Also müsste ich mit denen mal nochmal mit einer Mütze ansprechen. Besser. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Wer hasst wen? Nein, ich glaube, das ist ein Standardkampfsystem bei Ushiro. Jetzt geht's schon wieder mit irgendwelchen RPGs los. Ja, aber Level 5, also mega nicht rum. Mario haben wir gerade ein Krampfsystem. Ein Krampfsystem, ja, das ist richtig. Aua! Oh Gott. Okay, der hat schon mal nichts für mich. Das ist wirklich ein System, das wie ein Krampf sich gerade anfühlt, oh Gott. So, hier auch kein Leuchtender. Aber da! Sehr schön. Voll in die Fresse. Und zwar an meine. War das jetzt? Hallo, da fehlt noch einer. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch, okay. Ja, aber darauf gibt's erstmal wieder ein Fake-Kinder-Bueno. Hey, Hase und Kaninchen sind gar nicht das gleiche. Aber nur weil es ein Fake ist. Hasinchen, was sind... Schlechter Schmecker. Kaninchen. Was ist denn ein Zwergkaninchen? Zwergkaninchen ist eine Unterart von Kaninchen, glaube ich. Ich finde, die sehen gar nicht so klein aus. Ich hatte mal eins. Ein gigantomanisches Kaninchen. Okay, also jetzt nur noch ein einziger von diesen Leuchtehäschen. Wir bräuchten eine Leuchtung, jetzt zeigt uns an, wo sie sind. Dark Cloud, genauso wie Dark Chronicle, das ist Spiel ever. Mhm. Warnkrämpfe und Verspannungen. Hasenkrämpfe und Verspannungen.
Und durch Magnesiummangel. Los, leuchtender Hase, komm! Oh. Ist auch schön, wie so langsam sich die Kamera umdreht, damit es noch extra spannend ist, ob da einer steht. Ja. Anstatt man die Kamera da gleich irgendwie hinplatziert. Nein, du musst erst noch 3 Sekunden warten, bis wir auflösen, ob da einer ist. Ja. Spiel, was ein bisschen besser ist als Dark Fallout oder Dark Chronicles, nur ist nicht von Level 5. Oh. Das wären dann die Fragile Dreams. Oh. Farewell Ruins of the Moon. Das finde ich ist das beste Spiel überhaupt. Kann nicht übertroffen werden. Wie du meinst. Ja, das meine ich auch so. Da kannst du dich am Sonnenschein mit den Füßen wackeln. Das macht er erst bei 150 Stunden. Mach ich nicht. Pass auf. Ich stelle mich nicht auf die Füße und wackel mit dem Kopf. Oh. Ist hier vielleicht noch ein Stern drin? Nein. Ah! Glitzerhase, was macht der Glitzerhäschen? Wacht auf! Dieses glänzende Kaninchen hat den Schlüssel geklaut. Okay. Das kriege ich noch. Ich krieg noch irgendein glänzendes Kaninchen. Ja, aber dafür kriegst du keinen Stern, sondern den vierten Charakter, Glitzerhäschen. Na, ich will nicht als Glitzer... Mag Axi keine JRPGs? Hä? Gar keine mehr. Ja. Oh ja, sind alle vor Yoshi ausgestorben. Ja. Yoshi hat sie jetzt gefressen, also der ist aus seinem Türchen raus und hat sie dann einfach mal so aufgefressen. Jetzt muss ich mal wirklich gucken, also... Er stand doch mit jedem Charakter, kann man die... Anscheinend war das eine Lüge und nur Yoshi kann sie fangen. Na, sieh mal einer an. The Rabbit is a lie. Ja, aber sowas von. Okay, aber dann kann ich ja wenigstens noch... mit dem Tod reden. Mach. Ja, genau, wenn wir schon mal hier sind. Hast du denn schon auf die Frage geantwortet, ob du JRPGs überhaupt magst oder nicht? Nicht besonders. Okay. Also, beziehungsweise, also, ja, spielen kann man so, aber ich spiele jetzt nicht so viel davon. Du musst erst mit dem Tod reden, bevor die Hasen auftauchen. Ja, das haben wir festgestellt. Okay. Okay, also, der will nichts. Das freut mir. Der will mir nichts geben. Böse, böse, dieser Tod. Oh nein, Yoshi kann jetzt Japanisch vor lauter JRPGs. Die haben ihm nur beim Englisch helfen geholfen. Englisch helfen. Die haben ihm beim Englisch helfen gelernt. Genau. Aber nicht Japanisch. Das kann ich nicht lesen.